Ägypten. Nirgends auf der Erde gibt es mehr archäologische Schätze als hier. Oh. Sehen Sie sich das an! Unter dieser Wüstenlandschaft liegen die Geheimnisse einer uralten Zivilisation. So was habe ich noch nie gesehen. Eine Saison lang konnten wir mit unseren Kameras die Ausgrabungen hautnah miterleben und einmalige Einblicke in die Arbeit der Archäologen erhalten. Das ist der kritischste Moment. Verborgene Geheimnisse werden gelüftet. Wir haben Glück. Wow, viele Mumien. Das ist echt furchtbar. Und es werden Entdeckungen gemacht, die unseren Blick auf die Geschichte verändern könnten. Wir hatten keinen Beweis, bis jetzt. Hier hat alles angefangen. Das hätte ich nie erwartet. In dieser Episode begibt sich Anna Stevens auf die Suche nach einer der rätselhaftesten Königinnen Ägyptens. Nofretete. Wenn sie nicht hier begraben wurde, wo dann? Mohammed Megahed sucht nach der Frau eines Adligen. Mit Glück ist sie das. Auf einem alten Friedhof wird ein verblüffender Fund gemacht. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Nein. Und John Ward und Maria Nielsen lüften die Geheimnisse von Nofretetes Reich. Wow. Wunderschön. Beautiful. Ägypten. Das Land der mächtigen Pharaonen. Bestattet in monumentalen Gräbern. Zusammen mit prächtigen Schätzen. Doch einige ihrer größten Könige und Königinnen sind verschollen. Darunter eine der bekanntesten von allen. Nofretete. Wie konnte eine der mächtigsten Frauen der Geschichte so einfach verschwinden? Mitten in Ägypten liegt die Ausgrabungsstätte von Amarna. Hier legt die Archäologin Dr. Anna Stevens seit fast 20 Jahren die Geheimnisse einer zerstörten Stadt und ihrer faszinierenden Königin frei. Wir haben die Stadt Amarna am Flussufer hinter uns gelassen und fahren durch die Wüste zu den Felsen, die das alte Amarna umsäumen. Anna Stevens begibt sich zum königlichen Grab von Nofretetes Gemahl, Pharao Echnaton. Die Grabkammer des Königs wurde durch Überschwemmungen schwer beschädigt. Anna Stevens will jedoch eine andere Kammer näher untersuchen. Sie ist so auffällig, dass man annehmen muss, sie gehöre einem herausragenden Mitglied der königlichen Familie. Sie sucht nach einem Hinweis auf den Verbleib von Nofretete. Die Wände eines Königsgrabs sollten mit aufwendigen Verzierungen bedeckt sein. Doch hier gibt es nur grobe Meißelspuren auf nacktem Fels. Völlig ungeeignet für die Bestattung einer Königin. Das Grab ist in halbfertigem Zustand stillgelegt worden. Hier hat nie ein königliches Begräbnis stattgefunden. Wenn nicht hier, stellt sich die Frage, wo Nofretete begraben wurde. Diese Ruinen waren einst eine riesige Stadt, von der aus Nofretete und Echnaton über ihr Großreich herrschten. Am Ostufer des Nils gelegen, erstreckte sich die Hauptstadt Nofretetes über 1200 Hektar und war von bis zu 50.000 Menschen bewohnt. Die heute karge Landschaft war einst eine der größten Städte der damaligen Zeit. Von ihren Palästen und Tempeln aus herrschte das Königspaar über ganz Ägypten. Nofretete scheint hier nicht begraben zu sein. Doch birgt dieser Ort Hinweise auf das Schicksal der verschollenen Königin? Nofretete ist heute wegen dieser Büste weltberühmt. Sie hat eines der bekanntesten Gesichter im alten Ägypten.
Etwa an dieser Stelle wurde die Büste gefunden. Wir befinden uns im Haus und in der Werkstatt eines Bildhauers, der wahrscheinlich Thutmose hieß. Hier entstand die Büste der Nofretete. Es ist eine Version ihres offiziellen Porträts. Möglicherweise ist es ein Bildnis, dem sie zugestimmt hat. Trotzdem wissen wir nicht, wie sie im wahren Leben ausgesehen hat. Auch die ersten Lebensjahre Nofretetes sind immer noch ein Rätsel. Ihr Vater war wahrscheinlich Ehe, ein hochgestellter Hofbeamter. Also ist sie vermutlich in einem königlichen Palast aufgewachsen. Im Alter von nur 15 Jahren heiratete sie den zweiten Sohn von Amenhotep III., den späteren Pharao Echnaton, und gebar ihm 6 Töchter. Als seine Königin wurde Nofretete die mächtigste Frau in ganz Ägypten. Das Schicksal Nofretetes ist jedoch ein Mysterium, das Archäologen überall in Ägypten beschäftigt. Gut 320 Kilometer südlich, entlang des Nils bei Luxor, liegt die Nekropole von Al-Assassif. Ein riesiger Friedhof, auf dem die Reichen und Mächtigen Ägyptens zur Zeit Nofretetes bestattet wurden. Grabungsleiter Fatih Yassin und sein Team sind dabei, einen verborgenen Grabschacht freizulegen. Wir können noch nicht sagen, aus welcher Zeit dieses Grab stammt. Fatih Yassin leitet eine der größten archäologischen Ausgrabungen in Ägypten, an der täglich bis zu 100 Arbeiter beteiligt sind. Syed Mohammed ist einer seiner erfahrensten Archäologen. Unsere Ausgrabungsstätte ist sehr groß. Al-Assassif ist für uns die wichtigste von allen. Vielleicht gibt es hier sowas wie einen Schatz. Der alte Friedhof ist voller Artefakte. All diese Bruchstücke stammen aus dem Altertum. Dieses Keramikfragment zum Beispiel. Die meisten Funde stammen aus derselben Epoche wie Nofretete. Altertümliche Gegenstände aus Keramik und Stein gibt es hier viele. Doch dieser scheint aus Holz gefertigt zu sein. Vielleicht ist es eine Holzstatue. Es ist nicht ganz klar, aber es ist ein menschliches Gesicht. Ein Gesicht aus Holz taucht aus dem Sand auf. Das mysteriöse Objekt könnte eine Holzmaske oder eine Statue sein. Sie müssen versuchen, es aus dem Boden zu lösen. Wow. Seile. Es scheint mit einem Seil umwickelt zu sein. Meinst du, das ist original? Wow. Sowas sehen wir zum ersten Mal. Ja. Was meinst du? Ein Sarg? Hoffentlich. Sargfunde sind selten. Besonders aus der Zeit der Nofretete. Doch was immer sich da im Boden befindet, es ist ziemlich groß. Es ist ein Sarg, keine Statue. Wir haben Glück. Dies ist kein gewöhnliches Grab. Nur einer von 20 Menschen konnte sich im alten Ägypten einen Sarg leisten. Da ist noch ein Seil. Das ist sehr spannend. Das Seil aus gedrehten Palmblättern ist um die Füße gebunden. Wir sind die Ersten, die das hier sehen. Ich bin glücklich. Für Syed können die Seile nur eins bedeuten. Mit einem Seil verschließt man etwas. Natürlich ist da was drin, eine Mumie oder eine Person. Falls sich in dem Sarg eine Mumie befindet, könnte sie aus der Zeit von Nofretete stammen. 160 Kilometer südlich bei Jabal as-Silsila. Alle da? Es ist 7 Uhr morgens. Das Ehepaar Maria Nielsen und John Ward machen sich auf den Weg in die alten Sandsteinbrüche, in denen die Pharaonen das Baumaterial für ihre großen Monumente, Statuen, Tempel und Paläste abbauen ließen. Guten Morgen, John. Morgen. Es ist noch früh. Ich hatte noch nicht genug Kaffee. Echnaton und Nofretete nutzten hier mehrere Steinbrüche. Der goldene Sandstein von Jabal as-Silsila wurde von allen Pharaonen geschätzt.
John Ward und Maria Nielsen hoffen auf wichtige Hinweise darauf, was Echnaton und Nofretete zu jener Zeit bauen ließen. Die Größe der Hallen zeigt den Umfang des Steinabbaus. Die Leute sind sich der Größenordnung nicht bewusst. Allein dieser Pfeiler ist schon gewaltig groß. Und er stützt das Dach über mir. Bevor sie den Hinweisen hier nachgehen können, müssen sie eine dicke Schicht Sand beseitigen. Himmel! Es ist immer gut, wenn unsere Arbeiter es zu Beginn als himmlisch bezeichnen. Säubern und auf den Boden. Das wird schmutzig. Während sie den Boden freiräumen, macht John eine überraschende Entdeckung. Rate, was ich hier habe. Du machst doch Witze. Bist du bereit? Ja. John Ward glaubt, unter dem Sand einen Hinweis darauf gefunden zu haben, wie die alten Ägypter den Stein hier abgebaut haben. Was hätten sie benutzt, um diese geraden Linien zu bekommen? Das hast du nicht. Beide Hände. Ein Senklot. Und? Unser erstes. Unser erstes Senklot. Stell dir vor, das liegt da, seitdem Echnaton den Steinbruch schließen ließ. Das Senklot wurde von einem Arbeiter vor über 3000 Jahren hier fallen gelassen. Da war eine Schnur dran. So waren sie in der Lage, eine gerade Linie zu bekommen. Dies ist unser erstes Senklot in Silsila. Wunderschön. In der Nähe will Maria eine in den Fels geritzte Inschrift untersuchen, die sie gefunden hat. Ihr scharfes Auge hat schwache Spuren alter Tinte entdeckt. Hier sind Textzeilen. Sie glaubt, die Zeichen entschlüsseln und so den Steinbruch mit Echnaton in Verbindung bringen zu können. Doch hier hat er einen anderen Namen. Er hieß Amenhotep IV., bevor er zu Echnaton wurde. Amenhotep IV. War sein ursprünglicher Name. Doch er änderte nicht nur seinen Namen. Indem er sich in Echnaton verwandelte, schuf er sich in seinen frühen Regierungsjahren eine neue Identität und zwang Ägypten zudem einen Religionswechsel auf. Mehr als ein Jahrtausend lang beteten die alten Ägypter eine Vielzahl von Göttern und Göttinnen an. Ihr Oberhaupt war Amun-Re, den die ägyptischen Priester als König der Götter verehrten. Pharao Amenhotep IV. Verbot die Anbetung von Amun-Re und schloss seine Tempel. In ganz Ägypten wurde die alte Götterwelt von ihm ausgelöscht und durch eine einzige Gottheit ersetzt, den Sonnengott Aton. Die einzigen Menschen, die sich noch in den Strahlen des Sonnengottes baden durften, waren Amenhotep, der sich nun Echnaton nannte, und seine Königin Nofretete. Auf der verblichenen Inschrift im Steinbruch entdeckt Maria ein weiteres Detail. Hier ist die Sonnenscheibe. Die Sonne, der Gott dieses neuen Glaubens, neben Echnatons früherem Namen. Eindeutig ein frühes Zeichen der Aton-Verehrung. Etwas Ähnliches kann man nirgendwo sonst in Ägypten finden. Es ist das Älteste, das uns bekannt ist. Wir werden es erst noch veröffentlichen. Durch diese Entdeckung kann der Steinbruch auf die frühe Herrschaft von Echnaton und Nofretete datiert werden. Doch sie löst nicht das Rätsel, warum die beiden so viele Steine abbauen ließen. Was wurde damit errichtet? Gut 600 Kilometer nördlich bei Saqqara sind das Archäologen-Ehepaar Mohammed Megahed und Hanna Wima Zerlova für eine weitere Grabungssaison zurückgekehrt. Im vergangenen Jahr machten sie eine äußerst seltene Entdeckung. Ein über 4000 Jahre altes Grab. In unberührtem Zustand. Der Tag, an dem wir das Grab betraten, wird für uns alle unvergesslich bleiben. Es gehörte einem Mann namens Huwi, einem hohen Beamten des Pharaos Djet-Kare, der gut 1000 Jahre vor Nofretete lebte.
Huvi könnte sogar ein Mitglied der königlichen Familie gewesen sein. Ein spektakulärer Fund, der Rätsel aufgibt. Gewöhnlich wurden die alten Ägypter mit ihren Frauen bestattet. In diesem Fall gibt es noch Huvi. Huvis Frau hätte bei ihrem Mann bestattet werden müssen, wurde sie aber nicht. Sie ist genau wie Nofretete verschollen. Mohammed Megahed will sie finden. Wir werden nach einem ähnlichen, vielleicht noch größeren Grab für seine Frau suchen. Mit Reliefs vergleichbarer Qualität. Ihr Grab sollte so prachtvoll sein wie das von Huvi selbst. Die Menschen lieben das alte Ägypten, weil es voller Geheimnisse steckt. Das Grab von Nofretete wurde zum Beispiel nie gefunden. Mitglieder einer Familie wurden zu dieser Zeit meist eng beieinander bestattet. Daher müsste Huvis Frau in der Nähe sein. Wir müssen auf der Westseite noch tiefer gehen, um sicherzustellen, dass es keinen weiteren Eingang gibt. Oder wir müssen nach noch einem Schacht in der Mastaba suchen. Eine Mastaba ist ein großes, abgeflachtes Bauwerk, das die alten Ägypter über Gräbern errichteten. Als sie tiefer graben, finden die Archäologen einen möglichen Hinweis auf einen weiteren Eingang. In der weißen Felswand der Mastaba findet sich eine andere Art von Fels. Dies ist weißer Kalkstein. Im unteren Teil handelt es sich um Kalkstein aus der Region, genau wie bei Huvi. Der Eingang zu Huvis Grab ist von Kalkstein aus der Region eingefasst. Derselbe Stein könnte hier einen weiteren Eingang zur Grabkammer seiner Frau markieren. Der Plan für heute ist, alles bis zum Boden abzutragen. Hoffentlich finden wir etwas. Man weiß nie, was sich im ägyptischen Sand verbirgt. Könnte das Team vor einer weiteren großen Entdeckung stehen? Mohammed Megahed hat letztes Jahr Huvis Grab gefunden. Es stammt aus einer Zeit, die das Alte Reich genannt wird, rund 1000 Jahre vor Nofretete. Das Grab von Huvis verschollener Frau könnte also genauso spektakulär sein wie das ihres Mannes. Dies ist eines der bedeutendsten Gräber aus dem Alten Reich. Diese Szenen sollten Huvi auf seiner Reise ins Jenseits helfen. Eine Opferwand gibt Anweisungen für 95 verschiedene Opferrituale. Mit Bierkrügen, Brot und Fleisch. Seine Ehefrau wird nicht erwähnt, da alles hier für Huvi bestimmt ist. Sie ist nicht mit ihm an den Wänden zu sehen, gehört aber zur Familie. Ihr Grab sollte also nicht weit weg sein. Auch Mohammed Megaheds eigene Frau, Hanna Vimazalova, hilft bei der Suche nach Huvis Gattin. Wir hoffen, sie finden zu können. Im Moment graben wir in dem Bereich, der sich direkt gegenüber des Grabeingangs befindet. Sie müssen vorsichtig graben, da sich im Sand viele alte Fragmente befinden. Jedes davon könnte ein wichtiger Hinweis sein. Das sind nicht nur Knochen. Es sieht wie ein komplettes Skelett aus. Hat Hanna Vimazalova Huvis Frau gefunden? In Chabal Asilsila wollen John Ward und Maria Nielsen den Zweck des Steinbruchs herausfinden. Das Gestein könnte wichtige Hinweise auf die Bauprojekte von Echnaton und Nofretete und das Ziel ihrer Herrschaft geben. Wow! Das ist wunderschön. Schau dir diese Arbeit an. Das sind perfekte Talatat-Blöcke. Im freigelegten Bereich entdecken sie Hinweise auf eine bauliche Innovation, der Echnaton und Nofretete den Weg bereiteten. Dies ist ein kleiner Block, der in zwei Teile geteilt wurde. Am Ende hat man zwei perfekte Talatat-Blöcke. Sie wollten ihn hier teilen? Genau. Diese kleinen Blöcke, Talatat genannt, konnten schneller abgebaut und verarbeitet werden. Das stammt aus der Zeit Echnatons, in der sich alles verändert hat. Man wechselte vom massiven Ein-Tonnen-Block zum kleinen, handlichen Talatat. Typisch für die Zeit Echnatons. Ein Block wog nur 60 Kilo. Man konnte ihn auf der Schulter tragen. John Ward und Maria Nielsen haben herausgefunden, was Echnaton und Nofretete hier abbauen ließen. Talatat-Blöcke.
Ein wichtiger Hinweis darauf, dass sie ein riesiges Bauprogramm gestartet hatten. Einschließlich des Baus ihrer neuen Hauptstadt Amarna. Mit Hilfe der neuartigen Talatat-Blöcke wurde die Stadt in Rekordzeit aus dem Wüstenboden gestampft. Im Zentrum ließ Echnaton für sich und Nofretete einen prachtvollen Palast und zwei riesige Tempel errichten. Hier versammelten sich Tausende, um den Sonnengott Aton anzubeten, während die Sonne von Osten nach Westen wanderte. An der Außenseite waren Hunderte von Steintischen für üppige Opfergaben an ihren Gott aufgereiht. Diese monumentale Anlage gab Echnaton und Nofretete die vollständige Kontrolle über die Religion in Ägypten. Doch die berühmteste Einwohnerin der Stadt, Königin Nofretete, ist verschollen. Könnte es in der Stadt selbst Spuren geben, die auf ihr Schicksal deuten? In Amarna begibt sich Anna Stevens vor die Stadtgrenze, um einen Friedhof der Oberschicht zu untersuchen. Gräber, die reich mit Bildern des Königs und der Königin geschmückt sind, könnten immer noch wichtige Hinweise offenbaren. Das Königspaar scheint sich in einem paradiesischen Land zu befinden. Sie fahren auf ihren Streitwagen. Sie verteilen Geschenke an das huldigende Volk. Und bringen dem Sonnengott Aton üppige Opfergaben dar. Hier kann man gut sehen, dass einer der Aton-Strahlen, Echnaton, das Symbol des Lebens, das Anch, entgegenstreckt. Aton versorgt den König also mit Leben. Lebte das Paar in einer Art Utopie? Die idyllischen Szenen sind teilweise beschädigt. Die Gesichter des Königs und der Königin scheinen bewusst entfernt worden zu sein. Dies wurde getan, um ihr Bild auszulöschen. Nofretetes und Echnatons religiöse Revolution wurde rückgängig gemacht. Anna Stevens findet weitere Hinweise darauf, dass die religiösen und politischen Umwälzungen des Herrscherpaares mit einer Gegenreaktion endeten. Es wurde bewusst versucht, Echnatons Herrschaft in Vergessenheit zu bringen. Er wurde aus der ägyptischen Geschichte entfernt. Das Schicksal Nofretetes während dieser turbulenten Zeit bleibt rätselhaft. Echnaton und Nofretete herrschten 17 Jahre lang. Als der Pharao starb, zerfiel die ungeliebte Religion, die er Ägypten auferlegt hatte. Das ägyptische Volk kehrte zu den alten traditionellen Göttern zurück. Die Gegner des Aton-Kults machten sich daran, jede Erinnerung an den König und die Königin zu beseitigen. Ihre Rache an Echnaton war der Versuch, ihn aus der Geschichte zu tilgen. Doch was geschah mit Nofretete? Auch dies ist noch Teil des Grabes. Dieser Bereich ist unvollendet. Vermutlich, weil die Stadt aufgegeben wurde. Der König war gestorben. Alle mussten die Stadt verlassen. Echnatons Vision war letztlich gescheitert. Wo befand sich die Königin während dieser Krisenzeit? Die große Frage ist, was geschah mit Nofretete? Falls sie nach Echnatons Tod noch am Leben war, kann sie nicht mehr lange in Amarna geblieben sein. Wohin ist sie gegangen? Was geschah mit ihr? In Luxor ist der Archäologe Chris Naunton ebenfalls auf der Spur der verschollenen Königin. Er ist in die Stadt Theben, in der Nofretete geboren wurde, zum Grab eines Priesters gereist. Dieses Grab ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Deshalb muss erst das Siegel entfernt werden. Er sucht im Grab nach Hinweisen darauf, was nach Echnatons Tod mit Nofretete geschehen sein könnte. Hat der König sie in seinen letzten Jahren durch eine neue Königin ersetzt? Oder blieb sie seine königliche Gemahlin und floh, nachdem er gestorben war, in ein Versteck?
Wurde Nofretete nach Echnatons Tod ermordet? Oder blieb sie weiterhin Königin? Das Grab gehört einem Priester namens Pa'iri, der zur Zeit von Nofretete lebte. Das ist Pa'iri. Seine Frau steht hinter ihm. Wirklich schön. Chris Norton wird auf etwas anderes aufmerksam. Alte Graffiti. Sie sind von großer Bedeutung. Zu Beginn steht ein Datum, Jahr 3. Und dann der König von Ober- und Unterägypten. Ankheperure, Neferneferuaton. Wer also war dieser Herrscher? Über diesen König ist wenig bekannt. Ich denke, es handelt sich bei ihm um niemand anderen als Nofretete. Das wäre eine sensationelle Wendung. Könnte Nofretete Echnaton überlebt und selbst seine Nachfolge als Pharaonin angetreten haben? Eine Theorie. Doch wenn Chris recht hat, ist die Suche nach Nofretete nicht mehr die nach einer Königin, sondern nach einer Pharaonin. In Saqqara suchen die Archäologen Mohammed Megahed und Hanna Vimatsalova nach der verschollenen Frau von Chuvi. Sie müsste zusammen mit ihrem Mann in diesem prächtigen Grab bestattet worden sein, ist sie aber nicht. Die beiden vermuten sie ganz in der Nähe. Hanna Vimatsalova hat menschliche Gebeine gefunden. Das Skelett ist gut erhalten, obwohl viele Knochen fragmentiert sind. Die Zähne deuten auf einen Erwachsenen. Der obere Teil der Zähne ist ziemlich abgenutzt. Das Skelett lässt darauf schließen, dass der Gesundheitszustand dieser Person nicht sehr gut war. Könnte dieses Skelett die verschollene Frau von Chuvi sein? Das Grab wurde in dunklerem Sand angelegt und dann mit sehr reinem, gelbem Sand gefüllt, der zusammen mit dem Leichnam eingebracht wurde. Für Hanna Vimatsalova deutet alles auf die Bestattung einer armen Person hin. Wir lernen viel über die Menschen von damals. Wie sie lebten, wie sie litten. Es ist ein bisschen so, als würde man in ein sehr altes Familienalbum schauen. Es ist nicht Chuvis Frau, doch Familien wurden normalerweise eng beieinander bestattet. Sie sollte in der Nähe begraben sein. Wenige Meter entfernt setzt Mohammed Megahed die Suche nach einem weiteren Grabeingang fort. Wir müssen weitergraben und nach der Dame suchen. Wenn wir Glück haben, finden wir sie. In Luxor, in der Nekropole von Al-Assassif, haben Fatih Yassin und Sayed Mohammed auf dem Friedhof der Oberschicht aus der Zeit Nofretetes einen Holzsarg gefunden. Sie versuchen, ihn aus dem Sand zu lösen. Sayed Mohammed gräbt ein wenig tiefer, um unter den Sarg sehen zu können. Siehst du? Deckel und Boden. Ein vollständiger Sarg ist ein bedeutender Fund. Wir hoffen, eine vollständige Mumie darin zu finden. Das ist sehr aufregend. Doch es wird noch dauern, bevor sie sie herausholen können. Ich denke, wir haben hier noch was. Ja. Wow. Etwas scheint zusammen mit dem Sarg begraben worden zu sein. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Art Keramik. Für Opfergaben. Sieht vollständig aus. Sayed Mohammed glaubt, das Gefäß könnte Opfergaben für das Jenseits enthalten haben. Doch Fatih Yassin bemerkt noch etwas anderes. Das ist Brot. Wow. Sicher? Ganz sicher. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Nein. Das erste Mal. Es scheint Brot zu sein. Seit 3500 Jahren unberührt. Wenn es Brot ist, ist das etwas ganz Besonderes. Die Gegenstände um den Sarg herum scheinen Opfergaben zu sein, die als Vorräte für den Verstorbenen gedacht waren. Jetzt kann man die Keramiken sehen, die auf Höhe der Hände platziert sind. Eine Schale mit Brot und ein Krug, vielleicht für Wasser, zum Essen und Trinken. Der Fund liefert klare Hinweise auf das Leben der alten Ägypter.
und ihren Glauben an das Leben nach dem Tod. Vollständig. Ein wenig Verzierung. Wir haben hier ein, zwei, drei, vier Stück Brot. Vielleicht noch mehr. Ja, vielleicht innen. Auch der Krug wird geborgen. Kann er datiert werden, lässt sich auch das Grab zeitlich einordnen und möglicherweise herausfinden, wer die Person im Sarg sein könnte. Vielleicht beginnende 18. Dynastie oder etwas später. Die 18. Dynastie war die Blütezeit Ägyptens mit einer Reihe mächtiger Pharaonen, zu denen auch Echnaton und Nofretete gehörten. Nach 2 Stunden sorgfältiger Arbeit ist der Sarg komplett freigelegt. Das ist die Unterseite des Sarges. Er ist zu 100% vollständig und in gutem Zustand. Doch jetzt, da es dem Wetter ausgesetzt ist, könnte das empfindliche alte Holz zerfallen. Fatih Yassin will den Sarg nicht länger draußen liegen lassen. Er muss schnell abtransportiert werden. In Saqqara sucht Mohammed Megaheds Team im Umfeld des prächtigen Grabes von Khuwi, das sie letztes Jahr gefunden haben, nach dessen verschollener Ehefrau. Ihr Grab müsste ebenso spektakulär sein. Hinweisen folgend halten sie nach einem weiteren Grabeingang Ausschau und haben dazu mehrere Tonnen Sand bewegt. Jetzt versperren ihnen riesige Kalksteinblöcke den Weg. Mohammed Megahed nimmt an, dass diese von der Mastaba, dem steinernen Bauwerk, über dem Grab stammen. Auch sie sind weiß. Weißer Kalkstein war sehr kostbar, denn im alten Ägypten gehörte der Steinbruch dem König. Der König selbst musste die Erlaubnis erteilen, Steine dort abzubauen. Ein wichtiger Hinweis. Nur dem innersten Kreis des Pharaos war es erlaubt, ein so kostbares Gestein zu benutzen. Als die Kalksteinblöcke aus dem Weg sind, erreichen sie bald das Fundament und kommen nicht weiter. Es gibt keinen Hinweis auf einen weiteren Eingang zum Grab seiner Frau. Sie könnte in einer separaten Mastaba in der Nähe begraben sein. Khuwis Ehefrau ist nicht hier. Doch Mohammed Megahed gibt sich unbeirrt. Er ist überzeugt, dass sie in der Nähe sein muss. Der weiße Kalkstein, den er für sein Grab verwendet hat, dass er mumifiziert wurde, die Farben in den unterirdischen Räumen seines Grabes. Hinweise darauf, dass Khuwi königlicher Abstammung war. Vielleicht war auch seine Frau ein Mitglied der königlichen Familie. Wenn sie nicht in seinem Grab bestattet wurde, muss sie beschlossen haben, ein eigenes Grab bauen zu lassen. Dies kann viel über ihren Status verraten. Khuwis Ehefrau muss wichtig gewesen sein, um ein eigenes Mastaba-Grab bauen zu können, ebenso prächtig wie das ihres Mannes. Die Suche nach Khuwis Frau wird ausgeweitet. Wir haben bislang nur 30% oder 40% der altägyptischen Grabmale gefunden. Das ist realistisch, da der Sand Ägyptens immer noch viele Geheimnisse birgt. Mohammed Megaheds Suche nach der verschollenen Ehefrau geht weiter. Die Nekropole von Al-Assassif in Luxor. Das Team von Fatih Yassin muss den neu entdeckten Sarg dringend in einen sicheren Lagerraum bringen. Eine gefährliche Reise für das unbezahlbare Artefakt, da das alte Holz unter der Belastung zerfallen könnte. Auf Fatih Yassin lastet eine große Verantwortung. Um sicherzustellen, dass er keinen Schaden nimmt, werden wir ihn mit einem sehr weichen Seil fixieren. Der empfindliche Sarg ist auf dem Weg. Doch der letzte Abschnitt der Reise ist der gefährlichste. Ein steiler und enger Abstieg. Geschafft. Der Sarg ist ganz geblieben.
Jetzt kann ich tief durchatmen. Alles ist perfekt. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Das habe ich nicht mehr, seit wir ihn gefunden haben. Jetzt, da der Sarg im Feldlabor steht, muss Konservator Ahmed Gard das Holz auf eventuelle Schwachstellen hin untersuchen. Wir sollten das hier entfernen und prüfen, ob alles in Ordnung ist. Dann können wir ihn öffnen. Der Zustand des Sarges scheint gut genug zu sein, um ihn öffnen zu können. Doch für Fatih Yassin gibt es noch ein weiteres Problem. Wir versuchen, nichts zu beschädigen. Doch das ist bei diesen Seilen leider sehr schwierig. Die 3500 Jahre alten Seile müssen entfernt werden, doch die alten Fasern sind steif. Wenn die Alkohollösung sie nicht aufweicht, müssen sie möglicherweise zerschnitten werden. Wenn sie brechen, ist das traurig. Wow. Sehr gut. Der Knoten wurde gelöst und der Gips, mit dem der Deckel am Sarg festgeklebt ist, kann langsam entfernt werden. Fatih Yassin wirft einen ersten Blick in das Innere des Sarges. Sehr aufregend. Jetzt wissen wir mit Sicherheit, dass wir es mit einer Mumie zu tun haben. Er kann die Mumie im Inneren erkennen, doch er kann nur sorgenvoll zusehen. Lasst euch Zeit, aber schnell. Die Keile drücken den Deckel langsam nach oben. Das 3500 Jahre alte Holz könnte jeden Moment auseinanderfallen. Wow. Masken schützen vor Krankheitserregern im Inneren. Das Leinen ist in gutem Zustand. Zum ersten Mal ist eindeutig eine menschliche Gestalt zu erkennen. In Leinen gewickelt, das vor über 3000 Jahren gewebt wurde. Heute ist ein sehr guter Tag. Es ist uns gelungen, den über 3000 Jahre alten Sarg zu öffnen. Das macht uns glücklich und wir sind auch stolz auf unsere Arbeit. Ein ganz besonderer Moment. Das Team bereitet die Mumie für die nächste Forschungsphase vor. Röntgenstrahlen werden weitere Geheimnisse der Mumie enthüllen. Alter, Geschlecht, Todesursache. Dieser seltene Fund steckt voller wichtiger Hinweise, die Fatih Yassin und anderen Archäologen helfen werden zu verstehen, wie Menschen zu Nofretetes Zeit bestattet wurden. Zurück nach Luxor. Die Theorie, dass Nofretete Pharaonin wurde, ist heute allgemein anerkannt, verändert die Suche nach der verschollenen Königin jedoch auf radikale Weise. Chris Norton meint, dass nur eine Schlussfolgerung möglich ist. Er ist in das berühmte Tal der Könige gefahren, um dem nachzugehen. Falls Nofretete Pharaonin geworden und von Amarna hierher nach Theben zurückgekehrt ist, gibt es nur einen Ort, an dem sie bestattet sein könnte. Genau hier, im Tal der Könige. Falls sie hier im Tal der Könige liegt, enthalten dann andere Gräber Hinweise, die Chris Norton helfen könnten, sie zu finden? Dieses Grab nimmt kein Ende. Die Gänge und Kammern reichen über 180 Meter weit in den Fels. Die Gräber im Tal der Könige sind alle unterschiedlich. Aber es sind alles monumentale, sehr große Räume mit langen Korridoren, von denen mehrere Kammern abgehen. Wenn Nofretete im Tal der Könige ihr Grab gehabt hat, muss es ähnlich ausgesehen haben.
Wenn dieses Grab ein Hinweis darauf ist, wie das Grab der Nofretete ausgesehen haben könnte, wie konnte es dann die ganze Zeit unentdeckt bleiben? Wo könnte sich Nofretete versteckt haben? Auf der Suche nach Antworten macht sich Chris Norton auf den Weg zum berühmtesten Grab im Tal der Könige, das von Tutanchamun. Er war der erste Pharao, der nach der Herrschaft Nofretetes hier bestattet wurde. Dieses Grabmal ist eine echte Kuriosität. Es will nicht so recht zum Bekanntheitsgrad von Tutanchamun passen, denn es ist wirklich klein im Vergleich zu den anderen Gräbern im Tal der Könige. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es gibt viele Dinge über Tutanchamuns Grab, die nicht zusammenpassen. Der Eingang zum Grab geht nach rechts, während er für einen männlichen Pharao nach links gehen sollte. Tutanchamuns verschachtelte Särge sind mit Kobras und Geiern als Kopfschmuck verziert, was normalerweise nur bei Särgen für Frauen zu finden ist. Der berühmteste Fund der ägyptischen Archäologie, die prächtige goldene Totenmaske des Tutanchamun, weist Löcher für Ohrringe auf. Und während Tutanchamuns Name auf der Schulter eingraviert ist, verbergen sich darunter schwache Spuren der Kartusche der Anchieperure Neferu-Neferu-Aton oder Nofretete. Könnte Tutanchamun mit der Totenmaske Nofretetes in einer kleinen Seitenkammer eines versteckten größeren Grabes bestattet worden sein, das für sie bestimmt war? Chris Norton untersucht weiter. Es gibt eine Seitenkammer, die als Schatzkammer bezeichnet wird. Einige der Gegenstände hier drin stellten offenbar den König dar, hatten aber sehr weibliche Züge. Möglicherweise waren einige der Gegenstände von Tutanchamun und vielleicht sogar dieses Grab selbst ursprünglich für jemand anderen gedacht. Vielleicht sogar für Nofretete. Doch warum sollte Tutanchamun im Grab von Nofretete liegen? Als Echnaton starb, wurde sein Aton-Kult abgeschafft. Und die alten Götter, angeführt von Amun, wieder eingeführt. Nofretete könnte damals als Pharaonen geherrscht haben. Bis Echnatons Sohn, der 9-jährige Tutanchaton, den Thron bestieg und seinen Namen zu Ehren Amuns in Tutanchamun änderte. Wir wissen, dass Tutanchamun sehr jung starb. Er war vielleicht 18 Jahre alt. Es kann sein, dass sein Tod unerwartet kam. Wenn ja, dann wurde sein Grab vielleicht in großer Eile hergerichtet. Es ist möglich, dass Tutanchamuns Beamte dazu das Grab seiner Stiefmutter Nofretete nutzten. Das könnte erklären, warum ein relativ kleines Grab mit so vielen Gegenständen vollgestopft war. Alles musste viel schneller erledigt werden, als die Obrigkeit erwartet hatte. Das könnte auch darauf hinweisen, wo Nofretete selbst bestattet wurde. Ist es möglich, dass sie immer noch irgendwo hier ist? Das Grab Tutanchamuns ist die größte archäologische Entdeckung aller Zeiten. Ein gewaltiger Schatz. Existiert daneben noch ein größerer, verborgener Schatz? Die Suche nach einer der berühmtesten Königinnen Ägyptens könnte hier im Tal der Könige ihr Ende finden.